Der stärkste Eindruck war, dass ihm der Kaiser die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt hatte, diesen Tag wird er auch nicht vergessen. Er vergaß ihn nicht und gewöhnte sich daran, fasziniert durch die schimmernde Wehr mit dem Denken auszusetzen. Der Prinz, der nun nicht nur Anwärter auf den preußischen Königsthron, sondern auch auf den deutschen Kaiserthron war. Das neue Reich wurde von einer Koalition aus konservativem Preußentum und nationalliberalem Bürgertum getragen. Dadurch wurden Wilhelms Eltern in der Absicht bestärkt, die im Kronprinzenpalais in höfischer Isolation begonnene Erziehung des künftigen Königs und Kaisers in einem öffentlichen Gymnasium fortsetzen zu lassen. Friedrich Wilhelm und Primär Victoria versprachen sich von einem sich unter Bürgersöhnen bewegenden Prinzen mehr Bürgernähe und von einem Thronerben, der seine Kräfte mit gesellschaftlichen Aufsteigern messen müsste, mehr Bürgersinn. Die dem modernen Geist aufgeschlossenen, wie der monarchistischen Tradition verhafteten Eltern bauten darauf, dass Lehrkräfte, die Freisinn mit Obrigkeitsgläubigkeit zu vereinen wussten, ihren Sohn zu jenem Liberalismus hinführen könnten, die ihnen als Staatsideal vorschwebte. Auch Hinzpeter riet zur Ausbildung in einer öffentlichen Anstalt. Wenn der Prinz mit Bürgerlichen die gleiche Schulbank drücke, würde er vielleicht seine Überheblichkeit verlieren. Diese Ausbildung war ein Novum im Hohenzollernhaus, das von Wilhelm I., dem kaiserlichen Familienoberhaupt, grollend hingenommen wurde. Im September 1874 trat der Prinz in die Obersekunda des Gymnasiums in Kassel ein. Er kam mit seinem jüngeren Bruder Heinrich, dem Zivilgouverneur Dr. Hinzpeter und dem Militärgouverneur Generalmajor von Gottberg samt Dienerschaft, wohnte im Winter im Fürstenhof und im Sommer auf Schloss Wilhelmshöhe.